Umgeben von Verkehrslärm wächst ein bunt chaotisches Biotop. Mitten in Kreuzberg gedeihen Kartoffeln und Kräuter in Reissäcken, Gemüse in Hochbeeten aus Bäckerkisten. Zu kaufen gibt es Mini-Beete in recycelten Milchtüten. Filmemacher Robert Shaw und Historiker Marco Clausen wollten ackern in der Stadt. Aber nicht alleine. Gemeinsam buddeln sie jetzt mit Nachbarn aus dem Kiez, Professoren, Studenten und Gartenaktivisten. Gärtnern ist ein bisschen wie Kindererziehung. Jeder weiß es besser. Und es gibt wahnsinnig viele verschiedene Wege, es zu machen. Im Grunde genommen ist ein Gefühl für Pflanzen zu haben, bedeutet Gärtnern zu lernen. Also man muss nicht jede Art, auch nicht mit lateinischem Namen kennen, sondern man muss ein Gefühl dafür entwickeln, welche Bedürfnisse eine Pflanze gerade hat. Wir haben ja zum Beispiel 16 Kartoffelsorten, wir haben 20 Minzsorten und das ist auch alles für mich neu und auch die einzelnen Teile. Wenn wir zum Beispiel bei der roten Beete verwenden wir das Grün auf der Pizza, schmeckt super. Oder beim Fenchel nehmen wir die Blüte, schmeckt auch großartig. Das sind Sachen, die kannte ich vorher nicht. Weil als wir hier angefangen haben, war hier nichts. Es war wirklich eine Brachfläche, zugemüllt, gar nichts. Wenn man jetzt hierher kommt, dann kann man sich das gar nicht vorstellen. Ne? Der belastete Boden war eine Herausforderung. Mobile Beete die Konsequenz. Robert Shaw hatte auf Kuba, mitten in Havanna, Gemüseanbau in allen möglichen Gefäßen entdeckt. Warum nicht auch in Bäckerkisten? Ganz einfach. Als Drainage eine Lage Äste, darauf Komposterde im Wechsel mit Grünschnitt. In über 800 mobilen Hochbeeten sprießen inzwischen alte Gemüsesorten und Kräuterraritäten, garantiert bio. In Reissäcken vorgezogene Minze setzt Robert Shaw gerade in ein Hochbeet. Diese einzelnen Kisten bilden praktisch eine Einheit als Hochbeet, sind mit Kompost befüllt. Im Grunde genommen kann man sich die vorstellen wie einen großen Komposthaufen über beide Kisten hinweg mit ein bisschen Erde drauf, 20, 30 Zentimeter. Wir bauen in der Stadt an, das heißt wir bauen auf Böden an, die größtenteils schadstoffbelastet sind. Wir wollen den Boden nicht benutzen. Daraus entstanden sind modulare Hochbeete. Mit dem Verkauf von Pflanzen und leckerem Essen wird die monatliche Miete von 2.300 Euro gestemmt. Die Küche steckt im Hochseekontainer, mobil wie alles hier. Gäste und Helfer kommen aus aller Welt. Sie sind nur selten Gärtner. So wie Jonathan, der englische Literatur studiert hat. Es ist sehr gut als ein Ort, weil Leute können Wissen tauschen. Und ja, wir wissen alle ein bisschen von anderen Fächern, aber es bringt was. Es ist hier, dass wir ein bisschen näher zu der Weisheit kommen können. Also das da ist Amaranth. Und es ist ein Pseudo-Getreide. Man findet das immer in Bio-Supermärkten oder Bioläden, aber nur normalerweise als Getreide. Aber die Blätter sind auch essbar. Man kann die wie Spinat kochen. Deswegen machen wir ein kleines Experiment, irgendwas zu kochen und dann in unser Restaurant vorbereiten für die Leute als Gericht. Ob violetter Grünkohl, Salat, ein bunter Kräutermix aus Thymian oder rund 20 ungewöhnliche Minzarten. In über 800 Kisten und 300 Säcken sprießen bunt gemischt etliche Exoten. Wer kennt schon Baumspinat? Schmeckt gekocht oder als Salat. Als hoher Strauch wächst er im Hochbeet. Hier mein selber gezogener Tabak. Dahinter Chenopodium giganteum, der sogenannte Riesenspinatbaum. Eine der ersten Schminken der Welt. Blätter, die dann zu Blüten werden, haben so ein ganz intensives Magenta-Rot, das man als Schminke benutzen kann. Das ist auch ein Experiment in Mischkultur, Tabak und Riesenspinatbaum zusammen. Hier Spinat, so eine Zwischenkultur, die schnell wächst, in 4 Wochen reif und dann auch immer lecker. Das ist ein schöner Ort hier. Die Kartoffelernte. Einfach umkippen, die Erde wird später recycelt. Lila Vitelotte oder rosa Tannenzapfen sind nur einige der Raritäten, die man in keinem Supermarkt findet. Wir haben ja nur mit der Idee gestartet, wir wollten anfangen. Und das ist immer wieder überraschend, weil der Garten ist ja offen. Es kommen ja immer neue Leute, neue Projekte. Und wir haben das ja überhaupt nicht alles unter Kontrolle, sondern es wächst organisch. Und deswegen ist es jeden Tag wieder eine neue Überraschung. Wir haben einen Satz Bauklötze gekauft und gehofft, dass andere Leute andere dazu tun und was daraus bauen. Und das ist passiert. Was genau daraus wurde, das wussten wir vorher nicht und das wollten wir auch nicht wissen. Das Ergebnis? Mehr als beeindruckend.